Zutaten für ca. 50 Stück für den Teig, 1-2 Eiweiß, Klammer auf M, Klammer zu, 1250 g Puderzucker 1-1 pk, Vanillezucker 1-1 tl Zitronensaft 1-1 pk, geriebene Zitronenschale, zum Beispiel Dr. Oetker 1 ca. 400 Gramm gemahlene Mandeln 1 etwas Puderzucker für den Guss, 1150 g Puderzucker 1 ca. 3 Esslöffel Zitronensaft 1 ein Backblech mit Backpapier, belegen, den Backofen auf 130 Grad vorheizen, 2 für den Teig Eiweiß sehr steif schlagen. Puderzucker mit Vanillezucker vermischen 7 und nach kurz unter das Eiweiß rühren. Zitronensaft geriebene Zitronenschale und die Hälfte der Mandeln, dazugeben und unterheben. Von den restlichen Mandeln gerade so viel unterkneten, dass der Teig kaum noch klebt. 2. Die Arbeitsfläche mit Puderzucker bestreuen. Teig darauf etwa 1 cm dick ausrollen und Halbmonde ausstechen. Halbmonde auf das Backblech verteilen und auf der mittleren Schiene ca. 30 Minuten backen. Gebäck mit dem Backpapier auf einen Kuchenrost ziehen und auskühlen lassen. 4 für den Guss Puderzucker 7 mit Zitronensaft zu einem dickflüssigen Guss verrühren. Abgekühlte Halbmonde mit Hilfe eines Tafelmessers damit bestreichen. Guss fest werden lassen. Tipp: Sie können zum Ausrollen auch die restlichen Mandeln verwenden. In gut schließenden Dosen kann man die Plätzchen etwa 2 Wochen aufbewahren.